Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Guide-Video zu Elden Ring. Ich bin nochmal zurück hier in diesem Bereich, wo der Bosskampf gegen Radahn stattgefunden hat. Und zwar von dem Leuchtfeuer, das ja dann erscheint, nachdem man den Boss besiegt hat, bin ich hier hoch zu den Klippen und dann habe ich hier die Katakomben der Kriegsopfer entdeckt. Und was sich dort zugetragen hat, wie du die Asche von Radahn findest und wo auch der Hebel ist, den du betätigen musst, um in den Bossraum zu kommen, das alles jetzt in den folgenden Sequenzen. Ich sag schon mal ciao und möchtest du mehr sehen von Elden Ring für Elden Ring, dann hinterlass gerne ein kostenloses Abo, aktivier die Glocke und dann bist du auch beim nächsten Video dabei. Danke, viel Glück und ciao.